Hallo Leute, also das Jahr 39 hat begonnen. Wir sind dabei, Infantry Equipment 2 zu erforschen. Wir werden in nächster Zeit dann auch noch jede Menge aus dem Industry-Zweig brauchen, die Advanced Machine Tools und die Concentrated Industry, die uns nochmal mehr Output und vor allem nochmal mehr Factories pro Landeinheit gibt. Und dann natürlich noch die Improved Artillery, für die wir jetzt auch schon unseren Forschungsbonus haben. Ich lasse währenddessen mal kurz die Zeit weitergehen. Oh, hey, seit wann bist du wieder da? Wo seit dem 1.1 Patch? Mal weg mit dir. Oh, nein, Blödsinn, das war Shortcut N? Okay, ich dachte, das war vielleicht wegen dem Recording-Shortcut, aber war es nicht. Unsere Armeen sind noch allesamt am Trainieren. Das werden wir, wie gesagt, weiterführen, bis wir dann genug Infantry-Equipment haben, um quasi aufs Zweier umzusteigen. Kurz davor werden wir das abbrechen. Die große Frage ist nach wie vor, was macht Deutschland? Ich habe jetzt mehrere Male von Didn't Save hier in verschiedenen Varianten weitergespielt. Pax Americana, okay. Military Protection, Libyan Infrastructure. Und hier hat sich doch auch gerade irgendwas getan. Nicht ganz sicher was. Frage ist, was nehmen wir als nächstes? Ich glaube, wir wollen die Modernized Army für den Research Bonus, für die Recon Companies und vor allem für die Land Doctrine. Und hier brauchen wir eigentlich die Manpower noch nicht. Stattdessen, was könnten wir uns hier holen? Es ist alles recht uninteressant. Ich bin schwer an dem All-Weather interessiert, weil ich überhaupt nicht weiß, wie sich schlechtes Wetter sonst auswirkt. Kann man das irgendwo sehen, wenn man hier mal reingeht? Okay, Snowing zum Beispiel. Modifier Clear, Snowing. Gibt es sonst noch ein paar andere Modifier, die man sich auf die Schnelle anschauen kann? Clear, Clear, Clear. Ja, hier ist irgendwie alles ganz schön. Storm, minus 20%, 30% mehr Accidents, Ground Bombing, Air Mission Efficiency. Ja, all diese Effekte würden wir halt wiederum um nur 20% verringern. Weiß nicht, ob es das so unbedingt wert ist, ob wir nicht doch die Air Experience wollen. Ach, fuck it, probieren wir es und schauen wir, wie wir damit zurechtkommen. Also ja, die Frage ist, was macht Deutschland? Und in den Runs, die ich bisher versucht habe, war es eigentlich so, dass Deutschland dann recht bald doch was auf die Reihe gekriegt hat und sich hier eigentlich dann ganz gut eingefügt hat mit Fate of Czechoslovakia und den Vienna Awards. Sich dann leider aber ziemlich schnell in Richtung Osten wendet. Und ich habe jetzt letztens mal ausprobiert, ob wir Frankreich stürmen können, selbst wenn sie ihre Alpinen Force und dann auch noch die exzente Maginot Line durchdrücken. Und es geht. Es ist nicht leicht, aber es geht. Und mit genügend Naval Bombern können wir sogar die. Okay, du bist auf einmal wieder weg. Gut. Mit genug Naval Bombern können wir sogar die Royal Navy ziemlich gut abhalten. Was ich jetzt mal machen werde, ist, wir bauen hier mal eine Radarstation in Piemont. Das hat sich sehr ausgezahlt. Und dann werden wir hier noch Slowenien vollstellen mit einigen Sachen. Und vermutlich eigentlich den Rest von Jugoslawien auch. Wieso nicht? Gut. Also ja, wie gesagt, ich habe es im Endeffekt so gemacht, dass ich im Pact of Steel Deutschland beigetreten bin, mir dann Claims in Griechenland geholt habe und schlussendlich dann mit der Kriegserklärung an Griechenland den Weltkrieg getriggert habe. Und es ist an sich möglich, Frankreich zu stürmen. Wie gesagt, es ist nicht easy, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die sich noch verbessern lassen. Und dazu gehören einerseits, dass wir bei Kriegsausbruch hier ein paar Leute haben wollen, die einfach sofort Korsika einnehmen, damit die Franzosen nicht auf blöde Ideen kommen. Und vor allem andererseits wollen wir vermutlich ein paar Marines, um hier in Malta gleich alles auszunocken, was da noch rumsteht. So, Concentrated Industry Nummer 3.
Und einen weiteren Sinne, wieso eigentlich nicht gleich auch Zypern? Also wenn wir... Haben wir unsere Marines schon? Wurden die schon erforscht? Marines, Tatsache. Und ihr habt eine Combat Width von 8. Okay, na dann werde ich mal schauen, dass wir hier vielleicht noch einen Punkt durch Training dazu bekommen. Und dann werden wir das auf einen schönen 10er-Stack bringen und dann werden wir das durchdrücken. Ansonsten, glaube ich, können wir von allem ein bisschen mehr gebrauchen. Wir haben eigentlich die Vorräte. Vor allem mehr Kolonialinfanterie, die wird nämlich eh sehr, sehr schnell gebaut. Sehr gut, jetzt editieren wir euch, fügen hier noch Marines hinzu und dann geben wir auch die gleich noch einen Auftrag. Nein, ich brauche nicht zwei unterschiedliche, ich brauche hier eine zusätzliche Unit, so rum. Passt, und... Okay, in Sardinien können wir die leider nicht landen lassen. Ja, dann sollen sie sich hier mal einfinden. Damit wir sie dann rüberschiffen. Beziehungsweise, nein, Blödsinn. Die wollen wir eh in Malta. Hier ist ja mehr oder weniger eine, unter Anführungszeichen, Landverbindung. Also hier können wir ohne Marines durchmarschieren. Was auch der Plan sein wird. Gut, ansonsten. Production schaut soweit alles gut aus. Ja, nehmen wir hier mal kurz diese eine Factory weg. Was wollen wir stattdessen noch eher? Wir wollen viele, viele Naval Bomber, die haben sich als sehr gut erwiesen. Aber ich glaube, zuerst wollen wir einen Vorrat an Artillerie. Vor allem, weil wir jetzt dann gleich auf Artillerie 2 upgraden und da sehr, sehr viel mehr brauchen werden. Motorized ist absolut okay. Support Equipment kann man eigentlich immer brauchen. Also auch da könnten wir ein paar mehr. Dann machen wir hier noch die zweite Reihe voll und dann geben wir hier noch drei dazu für die Naval Bomber. Das sollte dann im Großen und Ganzen mal passen. Gut. Ihr seid hier voll mit Tanks. Also nehmen wir euch drei hier mal dazu. Ihr seid noch immer auf Guard, okay. Und dann schauen wir uns hier mal diese beiden an. Diese zwei Armeen in Algerien, wenn wir nämlich diese 10 Kolonialinfanteristen hinzufügen. Und dann werden wir euch einfach mal den Auftrag geben, das zu bewachen. Was wir natürlich erst machen, wenn wir die Exercise ausschalten. Soweit ich weiß. Ah, aber trotzdem machen die sich noch den Weg runter. Okay, das ist schön. Das ist sehr, sehr gut. So, was haben wir hier? Ihr seid meine neuen Destroyer. Gut. Dann werden wir mal... wie nehme ich nur einen von euch? Dann werden wir euch mal aufteilen. Und jeweils einer unserer 53... beziehungsweise 52 Schiffsflotten zuweisen. Na komm. Oh, Right-Click. Derpy-derp. So, und hier ankert eine und die letzte ankert dann schlussendlich hier. Nicht, dass einzelne Destroyer jetzt so einen riesen Unterschied machen würden, aber es wundert mich immer, wenn ich einfach die Schiffe da rumstehen sehe und ich nicht weiß, woher sie kommen. Gut, ach ja, unsere Decryption ist durch, oder? Ja, perfekt. Das heißt, wir sollten jetzt wieder sehen, was die anderen Leute, vor allem Deutschland, gerade so aufführen. Reassert Eastern Claims. Wo ist denn das? Hier ist es. Okay. Badum, badum, Danzig. Okay, das ist dann alles gegen Polen schon gerichtet. Ja, okay, ist nicht so schlimm. Eine andere Sache, die aber jetzt gerade sehr, sehr gut ausschaut, ist, was Japan für Fortschritte macht. Nachdem sie jetzt endlich mal durchgebrochen sind, schaut das ziemlich gut aus, weil wenn wir uns tatsächlich mit Deutschland einlassen, dann holen wir uns damit natürlich auch Japan ins Boot. Das heißt, je eindeutiger Japan hier den Krieg gegen China gewinnt, desto besser. Sehen wir irgendwo, wie knapp ihr am Aufgeben seid? Nein, irgendwie diesen Krieg sieht man noch immer nicht. Und es wäre einfach schön, wenn ich mir ähnlich wie in
anderen Paradox-Spielen, andere Kriege, die auf der Welt passieren, ein bisschen mehr im Detail anschauen könnte. Hier sind noch 20 Siegpunkte. Ich nehme an, das könnte vielleicht fast schon genug sein. 65% haben sie nur an National Unity, also es sollte nicht so lange dauern, bis sie aufgeben. Gut, du bist fertig, das ist alles fertig. Erforschen wir die Landdoktrine zurzeit? Ja, das tun wir. Hier brauchen wir eigentlich nur die 39er Weapons im Moment. Das heißt, hauen wir hier mal gleich die Improved Artillery rein, die noch dazu super schnell fertig sein wird. Durch unseren Forschungsbonus. Und dann sind natürlich Mountaineers 2 noch eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir wollen. Und jetzt dann eigentlich auch die Marines 2, wenn wir welche bauen. Ich meine, das hat schon wesentlich geringere Priorität. Ich nehme an, da haben ja wahrscheinlich die Recon Company 2, vor allem wenn wir mit Modernized Army noch einen Bonus kriegen, hat die vermutlich doch Vorrang. Wir brauchen auch ein bisschen Öl, das heißt als nächstes werde ich mir jetzt die Libyan Refineries holen. Produktion von Öl und zwei Synthetic Refineries in Nordafrika, was vollkommen okay ist. Gut, Modernized Army. Dann nehmen wir gleich das nächste, Libyan Refineries. So, Deutschland hat seine ganzen Claims und geht jetzt auf Danzig or War. Das ist interessant. Ha. German Reich claims Memel. Another batch of maps made obsolete. Nice. Das ist interessant. Ja, scheinbar trauen sie sich zu, dass sie Danzig fressen können. Dass sie Polen fressen können im Krieg. Ist es hier eigentlich jemals zum Winter War gekommen? Ich glaube nicht. Da gibt es ja nämlich auch ein Event. Finnland kann den Winter War auch umgehen, wenn sie sich einfach der Sowjetunion unterwerfen. Dann kommt es da auch nie zum Krieg. Ich würde natürlich hoffen. Nice. China has capitulated. Das bedeutet, hier wird vermutlich gleich der Krieg vorbei sein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die People's Republic. Ja. Sehr viel alleine macht. Nice. Alles annektiert. Sehr, sehr gut. April 39. Das ging im Endeffekt dann doch recht fix. Hey, Hongkong. Gut. Hat am Anfang nämlich nicht so ausgesehen, als würde sich das schnell in Wohlgefallen auflösen. Aber das ist natürlich schon sehr, sehr gut für uns, wenn wir uns tatsächlich der Achse anschließen. Und wie gesagt, das halte ich inzwischen für relativ wahrscheinlich, dass wir das tun werden. So. Ja, ihr seid alle hier drüben, auch noch am Garden. Da werden wir dann auch noch ein paar Infanterieleute hinschicken. Ansonsten, ihr seid voll, ihr seid noch nicht voll. Schieben wir mal euch zwei da dazu. Sind wir auf 23 und dann die nächste Pantherdivision, die hier gebaut wird, fügen wir dann dort dazu. Okay. Außerdem wollen wir vermutlich, ihr seid alles das, ihr seid alles das. Das heißt, hier haben wir 12 Divisionen von Alpinen, die nicht zugewiesen sind. Nehmen wir mal nur euch, fügen euch auch hier dazu. Und dann eigentlich aus euch und euch könnten wir gleich eine ganz neue Armee machen. Und haben wir noch einen Commander über? Ja, unseren Field Marshal. Der hat leider wirklich sehr, sehr wenig Erfahrung. Ich glaube, wir können es verkraften, wenn wir einen neuen Commander anfordern. Oh, okay, der ist natürlich Level 1 und hat gar nichts. Gut, soll sein. Und dann exercised ihr auch mal, bis wir das neue Equipment bekommen. Damit könnt ihr ein bisschen Erfahrung sammeln. Okay, soweit so gut. Was macht der Rest der Welt? Okay, Extend Maginot Line. Ich nehme an, die Alpine Force, ja genau, geben hier überall zwei Level an vor. Diese ganze Linie entlang. Uff, und hier alles auf 10 von 10 Vorlevel. Hammer. Das ist schon ziemlich mächtig, ja. Gut, was macht Großbritannien Amphibious Warfare? Das ist mir relativ wurscht. Was macht die Sowjetunion? Far East Fortification, okay. Romania Seeds
Bessarabia to the Soviet Union. Okay. Das war dieses Teil hier. Ist gerade an die Soviet Union gefallen. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wieso. Muss ein Event sein, das nichts mit einem National Focus zu tun hat. Gut, was macht Japan? Advanced Torpedoes. Ja, ihr wart irgendwie überall und nirgendwo in diesem Focus Tree. War with China ist jetzt vorbei. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr Richtung French Indochina geht. Oh, wir sind auf 100%. World Tension. Und das war sicher. Ja, 59% durch den Frieden von Japan. Okay. Ja, und dann natürlich der schlafende Behemoth. Das ist wirklich eine große Frage. Was macht ihr? Amphibious Operations. Das ist mal einfach nur Research Bonus für Transport Models. Das ist nicht super. Ich meine, das könnte zu einer ziemlich fetten Invasion führen, aber okay. Requires all of the following. Oh, shit. Okay. Da haben sie also ordentlich viel reingesteckt, um das hinzukriegen. Faszinierend. Okay, das ist unsere Artillerie. Wie wir gesehen haben, die ist wesentlich, wesentlich schneller gegangen als alles andere. Schieben wir hier mal kurz unsere Recon Company ein. Und jetzt werden wir hier die Production umstellen auf Artillery 2. Ihr wollt Tungsten. Den sollte ich euch geben, weil ihr solltet möglichst schnell wieder auf maximale Effizienz kommen. Ugh, wir brauchen eigentlich nur drei. Na gut, dann kaufen wir jetzt wohl ein bisschen zu viel Tungsten. Soll sein. Gut. Wie viel brauchen wir denn hier? 5000 Artillerie. Okay. Ja, das wird ein Zeitl dauern. Also vor Ende 39 gibt es hier sicher keinen Krieg. Dann holen wir uns gleich die nächste Doktrin, wiederum mit einem Forschungsbonus. Das geht dann alles ganz flott. 25 Tage bis zum Infantry Equipment. Okay, hier ist noch eine Factory fertig. Die nächste ist fertig am 24. Mai. Frage ist, wollen wir hier dann die Linie fertig machen mit der nächsten? Ja, ich glaube, das trifft sich nicht so schlecht, oder? Weisen wir dem noch eins zu. Artillerieeinheiten Artillerieeinheiten pro Tag, wenn das mal auf vollem Schwenk ist. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Gut, was haben wir hier noch an Available Planes? Ja, eigentlich doch schon einiges. Das ist ziemlich nice. Die Frage ist nur, will ich die Naval Bomber. Ja, ich glaube nicht, dass ich die Naval Bomber vor die Fighter schieben will. Ein 100er Squad von Naval Bombern hat wirklich Wunder bewirkt hier im Mittelmeer, also die Royal Navy. Wir haben sie nicht wirklich gefasst, es ist nie wirklich zu riesigen Verlusten für die Briten gekommen, aber sie haben sich einfach nicht getraut herzukommen. Das war einfach sehr, sehr schön. Einfach nur ein 100er Squad von Naval Bombern, beschützt von einem 100er Squad von Fightern, hat eigentlich im Großen und Ganzen alles gemacht, was ich von ihnen wollte. So. Dann werden wir euch mal hinzufügen. Oh, shit, ja, Moment. Ihr müsst alle aufhören zu trainieren. Damn. Nein. Darum kümmere ich mich gleich. Das ist mal das Wichtigste, dass hier alles weg ist. Nicht mehr trainieren. So. Boom. Okay. Passt. So, und was wollte ich mit euch? Ach ja, ich wollte diese sechs Divisionen denen hier zuweisen. Das heißt, die machen sich dann hoffentlich auch bald auf den Weg. Sehr, sehr gut. Okay, ja, jetzt produzieren wir wirklich aus allen Rohren. Also, das ist schon ziemlich mächtig. Wir produzieren nicht genug Support Equipment. Interessant. Aber warte mal, bis ich das Ganze mit dem Training beenden wieder einrenkt und schauen wir dann, wie es dann aussieht. Weil es kann gut sein, dass wir dann eh in vielerlei Hinsicht eine Überproduktion haben. Schaut nicht so aus. Das Support Equipment dürfte tatsächlich noch ein bisschen unterfordert sein. Na gut.
Das wird sich schon irgendwie richten lassen. So, 5 Tage noch bis zum Infantry Equipment 2. Oh shit, oh shit, oh shit. Ah, das war extrem kacke von mir gerade. Ah, das ist meine neue Maus, die ist noch sehr, sehr touchy. Fuck. Ich meine, zum Glück waren sie sowieso gerade erst am Efficiency aufbauen. Insofern haben wir nicht so viel verloren. Aber trotzdem. Wäre auf jeden Fall ein zarter Fehler. So, jetzt sind wir auf 150 Punkten und wir sind runter auf 50.000 Manpower. Das heißt, wir müssen jetzt langsam. Mein Stuhl ist schon ziemlich am Squeaken hier. Wir müssen jetzt langsam wirklich ein Auge drauf haben. Vor allem, wenn wir so viele Leute ausbilden, wie wir es im Moment tun. Dass wir hier rechtzeitig hochgehen. Ich habe gesehen bei meinen Testruns, wenn ich hier umschwenke auf Extensive Conscription, kriege ich ungefähr noch 1 Million an Soldaten. Was ziemlich gut ist. Also das hat dann schon noch eine ziemliche Zeit lang gereicht. Oh, außerdem haben wir noch genau 10 Army Experience Punkte. Das ist natürlich sehr schön. Gut, ein Field Hospital für die ganzen Motorisierten ist vielleicht nicht das Wichtigste auf der Welt. Aber hier eine Recon Company. Gerade für die Mountaineers wäre mir das eigentlich total wert. Gut. Lassen wir jetzt mal unsere Political Power einfach nach oben ticken oder sowas damit machen. Wenn wir vorhaben, Griechenland den Krieg zu erklären, ist auch die Türkei ein möglicher Verbündeter. Das heißt, hier vielleicht ein bisschen Propaganda zu betreiben, ist nicht das Dümmste auf der Welt. Poland refuses German Ultimatum. Oh shit. This is a grave situation. Okay, wir müssen schauen, ob hier vielleicht jemand ein bisschen zu früh den Zweiten Weltkrieg auslöst. Die Frage ist, was machen wir mit unseren Dingern? Mare Nostrum würde uns 4 Naval Dockyards geben und 2 Research Boni für Naval Doctrines. Und später Air Experience und Research Bonus für Air Doctrines, was alles in allem schon ziemlich nice wäre. Special Forces sind relativ meh. Ich meine, die 100% Ahead of Time Penalty für Mountain Infantry 2, die kommt irgendwie 1 bis 2 Jahre zu spät. Und der Armored Effort, ja, ich weiß nicht, wir sind nicht so ein großes, wir haben nicht so große Panzerregimenter. Die Frage ist, ist jetzt die Zeit gekommen, vielleicht den Pact of Steel anzupeilen mit Deutschland? Was macht Deutschland jetzt im Moment? War with France. Oh, da ist jemand kurz davor, sich wirklich in alles reinzustürzen. Okay. Es wäre vielleicht noch ein guter Zeitpunkt, um die Balearen einzuschieben. Ich meine, was mache ich mit den Balearen? Ich weiß es bis heute nicht. Keine Ahnung, was man hier machen könnte, aber wir könnten sie einfach mal nehmen. Aber ja, vielleicht ist es stattdessen, und ist auch eigentlich kein schlechter Zeitpunkt für einen Cut, sehe ich gerade, wie ich mir so die verstrichene Zeit anschaue. Vielleicht ist das ein guter Punkt, um hier das Video zu beenden und vermutlich in den Pact of Steel zu gehen. Also, die Tatsache, dass Japan hier doch ziemlich dominant war und die Tatsache, dass auch Deutschland scheinbar bereit ist, sich auf Frankreich zu fokussieren, würde sehr für einen Pact of Steel sprechen. Das große Problem ist halt wirklich, wenn Deutschland quasi seine ganzen Leute hier drüben hat und eher bereit ist, in den Osten für den Krieg zu gehen und wir dann allein an der Westfront stehen, dann wird es zart gegen Frankreich. Aber wenn sie jetzt tatsächlich War with France wollen. Wo ist denn das? Okay. Operation Weser-Übung. Ah, Dänemark und Norwegen. Vielleicht sollten wir dann absichtlich noch Zeit geben. Nur weil sie jetzt den Krieg mit Frankreich hier mal als National Focus ausgewählt haben, heißt das ja noch nicht, dass sie sofort bereit zum Losschlagen sind. Mir wäre nach wie vor sehr recht, wenn sie
sich die Tschechoslowakei oder so mal einverleiben. Irgendwann mal in absehbarer Zukunft. Das wäre sehr, sehr cool. Ja, wie viel man gegen Dänemark und Norwegen machen kann, muss man schauen, ob die dann nicht sofort alle garantiert werden von Großbritannien und Frankreich. Aber an sich vielleicht ein früher Pact of Steel, um zu zeigen, der KI zu zeigen, dass wir quasi bereit sind, im Westen loszuschlagen. Wäre schon nicht so schlecht. Ich meine, im Moment schaut es aus, als wären die Franzosen uns mordsmäßig überlegen. Aber wenn wir dann mal alles hier rüber geschafft haben, schaut das schon ganz anders aus. Oh, dabei fällt mir ein. Ups, das brauchen wir irgendwie langsam. Ja, lassen wir noch einen Tag vergehen, damit wir sehen, wie viel Infantry Equipment wir brauchen. Und wie lange das ungefähr dauern wird. Oh shit. Oder auch nicht. Okay. Okay. Warum 70.000? Nice. Polen ist von niemandem garantiert. Vielleicht treten sie jetzt in ihrer Angst noch den Allies bei. Dann könnten wir uns vermutlich Pact of Steel sparen, weil dann müssten wir sofort Ask to Join Faction machen, um das hier noch irgendwie zu kitten. Ich hoffe, dazu kommt es nicht, weil wir sind gerade nicht so wahnsinnig gut aufgestellt. Irgendwie ist die Hälfte unserer Armee noch in Jugoslawien. Aber ja, machen wir hier mal einen Cut rein, weil jetzt ist die Scheiße gerade ein bisschen am Dampfen. Je nachdem, was sich hier tut in den nächsten paar Tagen. Gut, ja, könnte sein, dass es ein früher Zweiter Weltkrieg ist. Also früher als ich ihn geplant hatte. 39 ist eigentlich nicht so früh. Aber dafür, dass die unhistorische Deutschland-KI eine Zeit lang wirklich irgendwas gemacht hat, ist es jetzt doch recht plötzlich gekommen. Also gut, das überlegen wir bis zum nächsten Mal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.